Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben Tag 11 von unserem Adventskalender. Ja, und ich hoffe, euch geht soweit gut. Ja, wie ich gestern schon sagte, meine Kopfschmerzen sind weg, mein Magen ist immer noch nicht so ganz in Ordnung, aber es wird. So, ich öffne den Adventskalender von IKEA und wo haben wir denn die 11? Die 11, die 11, die 11, die 11. Da oben in der Ecke haben wir die 11 und wir gucken mal, wieder kein Bild dahinter. Also, das ist echt, ja, schade. So, das hier sieht aus wie ein, das könnte eine Muschel sein, aber es könnte auch eine Mandarine oder so sein. Ich probiere heute mal wieder. Lecker. Mit einer Nusscreme innen drin und hat so einen leichten Zitrusfrucht, leichtes Aroma. Ja, wirklich sehr schade. Ich will jetzt aber wirklich noch mal gucken. Ich hatte die App vorsichtshalber schon aufgemacht, weil ich gedacht habe, naja, jetzt müsste ja so langsam mal wieder was kommen. Oh. Musik. Der Zwerg wackelt. Im Fenster schneit. Die Musik ist vorbei. Ja. Und es tut sich immer noch nicht mehr. Die Lichter blinken jetzt auch nicht mehr. Da kommt kein zweiter Kerl. Der kommt nicht hoch. Also irgendwas. Ah, jetzt. Ich kann sagen, jetzt scheint schon wieder irgendwas nicht zu funktionieren. Ja, dieses Jahr, also ich habe es auch immer noch nicht gebacken gekriegt, es ist Tag 11 und ich habe es immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, mal zu gucken nach diesem Anleitungsvideo. Ich werde jetzt auch mal hier überall, wo was passiert, auf diese Zwerge drauf tippen. Aber es passiert einfach nichts. Wenn ich das ganze Ding mal... Nö. Nichts. Nichts, nichts. Na gut, zumindest ist Glockengeläut schon dazu gekommen. Ja, keine Ahnung. So, hier hatten wir Ruhe und Kraft. Ja, das ist immer gut. Bei Plotter Marie habe ich schon ein bisschen gelinst und zwar war gar nicht so schwer. Das fühlt sich hier nämlich sehr nach einem Plastikdöschen an. Und wenn man schüttelt, dann raschelt es. Und ich nehme ganz, ganz stark an, dass da Strasssteinchen drin sind. Und das freut mich riesig, weil ich nämlich noch keine habe, nicht von Plotter Marie. Die waren mir irgendwie immer zu teuer. Also da war ich irgendwie immer zu geizig bisher. Genau. Aber ich freue mich, die jetzt mal ausprobieren zu dürfen. Und wenn die dann wirklich so gut sind, dann nimmt man die natürlich auch. Weil die, die ich habe von China, nach zweimal Waschen fallen dir die ganzen Dinger ab. Ne? Also dann hast du nur noch diese Klebepunkte auf dem Shirt. Das war nicht so schön. So, wir machen auf. Ach so, und dieser Kalender heute ist... Heute und morgen. Und morgen gibt es wieder ein Video. Also es ist dann Projekt Nummer 4. Jawohl, ich habe es gewusst. Es sind Steinchen. Und guckt euch mal die Farben an. Wie geil. Das sind gemischte Farben. Und jetzt raste ich gleich aus. Das sind exakt meine Lieblingsfarben. Petrol und Rosa. Ich glaube, ihr könnt es nicht so gut sehen. Das wird auch nicht helfen. So ein ganz zartes Rosa hier und Petrol. Ich glaube, von unten seht ihr es besser. Ja, die fallen irgendwie immer mehr auf die Rückseite als auf die Vorderseite. Super. Ja, jetzt sind aber wenigstens mal ein paar Rosa nur umgedreht. Seht ihr das? So ein ganz, ganz zartes Rosa. So ein Altrosa und Petrol. Also exakt meine Lieblingsfarben. Mega. Achso, und weiße sind auch noch dabei, also durchsichtige sozusagen. Sehen natürlich durch diesen, durch das Hintergrundding, sehen die natürlich silber aus.
Hallo, bitte einmal hier vorne scharf stehen, danke. Hallo, hallo. Ja, da. Ha, dann kriegen wir das doch mit den anderen auch noch hin. Wie es jetzt mit denen geklappt hat. Ja, wenn man die Kamera dann irgendwie anders hinbaut, dann muss man sich auch erstmal einfutzen. Ne? So, die anderen nehme ich gleich weg. Das ist wieder ein silberner, aber das macht ja nichts. Ups. Ja, den silbernen hattet ihr ja schon gesehen. So. Da. Komm. Komm, komm, komm. Na. Komm jetzt. Alles zuhalten. Du hast doch gar keine andere Wahl als dich. Aha. Ja, ihr seht leider das Rosane nicht wirklich in der Kamera. Schade. Das ist halt so ein ganz zart Altrosa. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Genau, so. Und hier habe ich schon 4 Stück weggeschmissen. Ja, und dann kommt bestimmt morgen eine Datei, wo man die Perlen, also die Strasssteinchen oder die Hotfix-Steine reintun kann. Ja, und auch die Dose finde ich ganz süß. Ist Plastik, obwohl es nach Glas aussieht. Glas wäre mir lieber gewesen, ehrlich gesagt. Aber ja, ich bin halt so ein bisschen... Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit den Haaren zu tun. Da ändert sich auch die Einstellung zur Natur und zur Umwelt ein bisschen. Also ich fand es schon immer unschön, wie wir mit unserer Welt umgehen. Aber ja, jetzt halt noch mehr. Ja, auf die freue ich mich schon total und ich hoffe, dass mir diese Strassdatei morgen gefällt. So, ich nehme euch gleich mit auf meinem Bildschirm und als erstes mache ich euch auf das Bild von Tintenrebell. Ja, wie gesagt, wieder sehr kindlich. Ihr seht es gleich. Ein kleiner Drache, Ritterdrache heißt das, glaube ich. Ne, Drachenritter, so. Genau, Drachenritter. Also, wer kleinere Kinder hat, für den lohnt sich der Adventskalender von Tintenrebell, finde ich, auf jeden Fall. Für Leute ohne Kinder nicht so. Aber trotzdem süße Sachen, finde ich schon. So, und das nächste, und das gefällt mir mal richtig gut. I am the captain of my soul. Genau, und so ist es. Wir sind selbst die Kapitäne oder die Chefs oder wie auch immer über unserer Seele und wir entscheiden, was mit unserer Seele passiert. Genau, also das Ding werde ich auf jeden Fall aufpressen und ich überlege sogar, das hier könnte man auch tatsächlich mit Strasssteinen füllen. Guckt mal, vielleicht haben die sich auch ein bisschen abgesprochen. Ich muss dann mal gucken, wenn ich das ausgeplottet habe, ob diese Steinchen da reinpassen. Wenn nicht, dann nehme ich doch China-Dinger. Obwohl es dann ärgerlich ist, wenn die nach ein paar Mal waschen abfallen. Aber egal. Das probiere ich mal aus. Da passen bestimmt Strasssteine rein. Und dann presse ich mir da noch Strasssteine rein. Was meint er, wie geil das aussieht? Ja. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. So, und jetzt muss ich erstmal wieder mit meiner Maus zurechtkommen. Zack. So, und wir kommen zu dem Adventskalender mit meiner Miss Fruchteis, von meiner Miss Fruchteis. Meiner Mausi. Und ich suche mal die 11 und ich glaube, oh, ich fange mal irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich habe mir die Zahlen nicht so gemerkt. Am Anfang habe ich sie mir auch ganz gut gemerkt und dann aber irgendwie doch nicht mehr. So. Da ist sie. Da ist die 11 mittig. Ah, ich habe noch gedacht, fang meiner Mitte an. Ah, naja. Egal, das wäre lustig gewesen. So. Und als erstes nehmen wir wieder den Bibelspruch. Und der lautet: Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang und von nun an bis in Ewigkeit. Psalm 121, Vers 7 bis 8. Jawohl, genau. Das möchte ich wirklich über euch auch aussprechen, dass der Herr euch segnet und dass ihr gesegnet seid. Ja, sehr schön. Und jetzt wollte ich es gerade schon wegpacken, weil es war schon Geschenk genug eigentlich. Was gibt es Besseres als den Segen des Herrn?
das kleine Tierchen. Und ich stelle wieder kurz auf Pause und suche mir erstmal das Päckchen raus. So, ich habe es schon gefunden. Das Päckchen leert sich ja auch so langsam. Morgen sind wir schon bei der Halbzeit. Und ja, das war hier jetzt unschwer zu erkennen. Das ist Papier. Hier oben ist auch ganz bisschen kaputt. Ich habe aber nicht reingelupst. Ja, das wird ist irgendein Papier. Gucken wir mal. Kann natürlich alles Mögliche sein. Können Kalender sein, können irgendwelche Papiere sein, können Blöcke sein. Ich mache das jetzt nicht drauf hier. Dann versuche ich es von der Seite. Ja, ich habe jetzt auch genug Weihnachtskarten und deswegen hebe ich das Papier jetzt nicht mehr so dolle auf. Aber so ein bisschen schon. So, und zwar ist das ein Buch. Oh, Luft, Luft. Cool, richtig, richtig cool. So. Ja, ich freue mich total, weil ich habe schon 3 oder 4 Bücher zum Üben für Handlettering-Sachen. Aber das ist einfach gerade so ein Ding, was mich so fasziniert, dass man so wunderbar schreiben kann, also so schön einfach schreiben kann. Ups, sorry, das war laut. Weil in der Schule hatte ich immer eine richtige Sauklaue. Und das begeistert mich gerade, dass auch ich schön schreiben kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Ah, und hier sind nochmal so ganz viele Sachen auch erklärt. Ja, cool. Mega cool. Also ich habe nicht reingeguckt, ich habe einfach nur, ich blätter das jetzt auch nicht ganz durch, das darf man bestimmt auch wieder nicht aus rechtlichen Gründen, aber zumindest mal reingucken. Hinten ist leider nichts. Gibt es ein Inhaltsverzeichnis? Nein, hier gibt es leere Blätter zum Üben. Und dann gibt es hier auch ja Beispiele. Ja, super, super, super schön. Da freue ich mich riesig drüber. Ich habe gedacht, also das wäre jetzt bei mir was gewesen, was jetzt bei dir am 6. oder am 19. oder am 24. Am 24. jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber doch am 6. oder am 19. hätte ich dir sowas eingepackt, aber nicht am 11. Einfach mal so mittendrin. Ja, umso mehr freue ich mich. Cool. Ja, werde ich auf jeden Fall üben und mir die, vor allem diese Ideen, die immer da hinten drin sind, diese Zeichnungen, das interessiert mich immer besonders. Ja, da werde ich auf jeden Fall schauen. Ja, ich freue mich wirklich riesig. Vielen Dank, mein Schatz. Ja, ich bin auch schon wieder gespannt auf dein Video. Heute wird wieder bestimmt nichts Besonderes drin sein. Du weißt ja, bei uns, ich mache das ja immer zu diesen 3 besonderen Tagen. Und wenn euch interessiert, warum der 19. bei ihr auch was Besonderes ist, dann geht bitte auf ihren Kanal, schaut ihre Videos und vielleicht erklärt sie es. ja, vielleicht auch nicht, wenn sie es nicht möchte. Ne? Das kann ich ja nicht versprechen, aber ich glaube, sie ist da ziemlich locker und wenn euch das interessiert, dann wird sie das bestimmt auch erklären. Vielleicht ja auch erst am 19., wer weiß. So, das kommt gleich wieder zurück ins Heftchen. Ja, da hatte ich schon wieder so schnell ausgemacht. Vielleicht schneide ich es vor dem Tschüss jetzt irgendwie rein. Also wundert euch nicht, falls das Tschüss gleich komisch abgeschnitten ist. Und zwar, gestern hatte ich ja dieses Lineal hier drin. Und jetzt habe ich diese Schutzfolie abgemacht und jetzt sieht man es natürlich auch von der richtigen Seite. Und genau, also Miss Fruchteis hatte schon drunter geschrieben, man kann das einerseits als Patchwork für Stoff benutzen, aber man kann auch zum Beispiel ein Blatt so in 4 Teile teilen und das wollte ich den Tag erklären. Und dann hier bei 90 Grad jeweils anlegen. Hier einen Strich oder hier... Also immer da, wo die 90 Grad dann noch voll werden, weil wenn ich es jetzt, na, nun bleibt doch mal liegen, wenn ich es hier machen würde, dann würde es natürlich kein wirklicher Kreis mehr werden. Hier noch gerade so. Genau. Aber wir machen das einmal kurz. Ich habe gestern meinen Schreibtisch hier, ich habe mir neue Türme für meine Stempelkissen gebaut und ich habe angefangen, diesen Bereich dort unter der Kamera, habe ich angefangen aufzuräumen, habe mir 1, 2 Utensilien, also Organza für den Tisch gemacht. Zeige ich euch mal. Ich gebe es gerade mal raus. Das habe ich mir 2-mal gestern gebastelt.
Ja, einfach um hier wieder Ordnung reinzukriegen, weil ich in meinem Chaos hier untergehe. Ich habe ja gesagt, also ich muss mich mehr organisieren. Ja, und ich habe noch so einen Stempelturm, einen richtig großen mit, ich glaube, da passen, warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 Stempel, weil mehr ging nicht, weil das Teil, was ich, wo hier mein Monitor draufsteht, wo ich immer hochgucke, wer meine Roomtour mal gesehen hat, mein Video mit der Roomtour, der weiß, wovon ich rede. Und darunter sind halt meine Stempel und ich habe jetzt immer noch 14 Stempel, für die ich noch gar keinen Turm habe. Also gestern war dieser Bereich da dran und heute werde ich den Bereich darunter alles leer räumen und werde da anfangen, mal ordentlich zu sortieren und sauber zu machen. Genau, und wenn ich dann alles irgendwann mal schick habe, dann mache ich auch mal eine neue Roomtour, aber das dauert. Bis mein Chaos hier einigermaßen beseitigt ist. So, ich nehme jetzt mal hier den größten Kreis, zeichne den hier auf. So, und wenn ich jetzt meine Schere nehme und das hier ausschneide, am Strich entlang, einfach nur einmal, weil jemand gefragt hatte unter den Videos, hat es nicht verstanden, wie es gemeint ist. So, und dann haben wir natürlich einen exakten, super schönen Kreis. Naja, und das kann man halt auch mit Stoff machen oder ja eben mit Papier. Das war jetzt so die größte Größe, die ging, also 4 Inch Kreis sozusagen. Genau. Ja, und das war halt das, was die hier halt oben erklärt haben. Faltet das Blatt in der Mitte, dann nochmal in der Mitte, mal einen Kreis auf und dann hast du einen Kreis. Genau, das war halt gestern ein bisschen schwieriger zu erkennen, weil es ja so rum war und da war ja die Schutzfolie drauf und die habe ich, wie gesagt, abgemacht und jetzt erkennt man auch alles vernünftig. Und hier hat man dann eben diese verschiedenen Gradzahlen, wo man dann eben halt auch halt andere Sachen mitmachen kann. Ne? Also man muss ja nicht unbedingt die 90 Grad nehmen, man könnte ja jetzt auch 45 Grad nehmen. Und dann hat man hier diesen Kreis, wo man genau sieht, wo man in der Mitte ist. Und hat dann eben, kann dann genau diese Gradzahl halt anlegen und dann hier so kleine Linien machen und dann kann man den Strich verbinden. Und dann hat man eben genau die Gradzahl. Finde ich voll cool. Mega cool. Genau, so. Und dann war ich noch am Überlegen, wie das hier funktioniert. Und zwar habe ich mir jetzt von Amazon ein Tintenfässchen gekauft in einem schönen Lila. Fand ich schön die Farbe. Und das ist auch ein Tintenfass. Und, oh Gott, ist das schwer. Ach, jetzt. So, guck mal, was für eine tolle Farbe. So. Und dann nimmt man diese Patrone. Und das ist perfekt für meinen Öko-Trip. Man guckt jetzt, dass dieses Ding vorne ist. Dann hält man diese Patrone hier in das Tintenfässchen und dreht in die richtige Richtung am besten. Dann zieht sich dieses Teil nach hinten und füllt sich gleichzeitig mit Tinte. So sieht sie aus, wenn man sie malt. So, so komplett voll geht es wohl nicht. Oder ich habe es jetzt nicht komplett voll. Vielleicht habe ich nicht weit genug nach vorne gemacht. Achso, das mache ich immer bei Füllern, dass ich die einmal so in die Dings reinstecke, dass die sich da schon mal Tinte holen. Ja, und diese Patrone kann man immer und immer und immer wieder verwenden. So, ja, wenn wir jetzt hier den Kreis schon mal haben, dann probieren wir doch den Füller. Der liegt auch schön in der Hand. Also er sieht wirklich aus wie ein Lami. Fühlt sich auch an, ein bisschen wie meine Lamis früher. So, tropft er. Gucken wir mal. Ja, schreibt auch ganz fein, kratzt nicht, er läuft auch nicht aus, das war noch irgendwie Resttinte, passiert halt, ist nicht so schlimm, aber auslaufen tut er nicht. So, ja, super schön, den werde ich auf jeden Fall benutzen. Jetzt wieder zurück in sein Fächlein und dann werde ich mir gleich mal ein Feuchttuch schnappen und werde mir meine Fingerchen sauber machen. Aber ich bin schon gewohnt, ich habe gestern schon wieder mit der Jellyplate Papiere gemacht. Ach, kommt, wenn wir schon dabei sind. Thank you.
Wenn ich jetzt schon mehr zeige, dann kann ich das auch noch zeigen. Hier habe ich ein bisschen rumgespielt, da habe ich ein Papier vorbehandelt mit Gesso, deswegen ist das so komisch gewellt. Und habe dann mit den Distress Inks, die ich mir gekauft habe, das Video habe ich schon aufgenommen von dem Haul, aber mir fiel dann am Ende auf, dass ich gar nicht doch noch ein zweites kriege, sondern dass die zwei Bestellungen in ein Paket gemacht haben und habe dann das Video so ganz komisch abgebrochen. Da ich aber noch eine andere Bestellung von einem anderen Shop erwarte, warte ich noch mit dem Haul und dann seht ihr das in eins. Aber das habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Dann habe ich Schablonen, die ich mir aus China mal bestellt hatte, mal ausprobiert und da mehrere Abdrücke halt von gemacht. Ja, da habe ich einfach mal wieder meine Lieblingsfarben einfach zusammengekippt und habe wieder so ein super schickes Ding gekriegt. Hier habe ich was probiert mit dem Text, das hat leider nicht funktioniert. Ich hatte so ausgeschnitten Trägerfolie für Trägerpapier war es von einer selbstklebenden, also von einer Vinylfolie. Und da hatte ich ein Ich lieb dich und das wollte ich ausprobieren. Das hat überhaupt nicht geklappt und beim zweiten Mal sah es noch schlimmer aus. Aber diese Schablone hier ist wunderschön geworden. Da habe ich mehrere super schöne Papiere mitbekommen. Ja, also seht ihr die hier passend zusammen. Das war das erste, da war noch zu viel Farbe. Dann, das war dann der Abstrich von dem. Ja, und dann habe ich einmal durchgemalt mit den mit diesen Teilen hier. Geh wieder rein. Und ja, habe damit einmal so quasi den Abdruck gemacht. Finde ich auch total schön. Da habe ich einfach immer nur so getupft. Und dann habe ich die Folie genommen, habe die einfach auf meinen Jellyplate, habe die mit Wasser besprüht und bin dann nochmal drüber gegangen. Erstes Mal, zweites Mal. Sieht auch super, super schön aus. Ja, und das hier ist quasi, waren diese Abzüge von dem. Da war das genauso. Da habe ich erst durchgemacht mit den Distress Inks und bin erst da so durchgegangen. Und dann habe ich dann eben auch wieder die Schablone genommen, mit Wasser besprüht. 1, 2, 3 Abdrücke gab das dann noch. Genau, und ach so, ja, das war der allererste Abdruck. Genau, das war sogar der zweite hier. Da habe ich sogar 2 von rausbekommen. Das war der erste. Und der zweite, da habe ich dann nochmal mit Wasser besprüht und habe nochmal ein Papier drauf gemacht. Und hier, das mit dem Auge finde ich so geil. Super schön geworden. Da habe ich 2 Farben gemischt, also die Farbe und die Farbe. Ich habe erst die Farbe aufgetragen und dann die. Und da kam dann noch ein bisschen was von dem Gelb rein. Oh, einfach nur schön, finde ich. Finde ich total schön und ich mag auch diese Schablone sehr. Ja, so seht ihr, haben wir da auch noch mal ein bisschen was abgearbeitet gleich. Okay, ihr Lieben, so jetzt sage ich aber auf jeden Fall tschüss, macht's gut, bis morgen.